weder ein Trainerwechsel noch halten Neuerwerbungen. Bei der Austria fehlten in diesem Spiel Csák und Ivan Auskas, dafür war Stöger dabei und er hatte Moral getankt, er hatte an eben dieser Stelle im Linzer Stadion am Mittwoch im Länderspiel eine sehr gute Leistung geboten. Ja, und diese Leistung hoffte Peter Stöger auf heute zu bringen. Nur etwa 2500 Zuschauer im Linzer Stadion, das Wetter relativ schlecht und dazu der FC Stahl an der letzten Stelle. Aber die Linzer gleich mit der ersten Möglichkeit mit diesem Abschluss von Herbert Gaga, der Neuerwerbung von Rapid. Die Austria über Prosenik, fast alle Angriffe über die rechte Seite. Und erstmals Peter Stöger mit der Möglichkeit zum 0:1 und er verzieht. Das war Peter Stöger. Bei den Linzern fehlen Schneidner, Imrekov und Zeller und völlig überraschend von Beginn an Metzler, von Trainer Latzki nicht aufgestellt, sondern stumpf zweite Sturmspitze neben Backhold. Nächste Möglichkeit für die Linzer, eben durch Peter Backhold. Das Match offen, ausgeglichen, Chancen auf beiden Seiten. Hermann Stessel, der Austria-Trainer, relativ oft an der Laufbahn. Es ist kaum ein Unterschied festzustellen, dass hier der Erste gegen den Letzten spielt und hier verspringt sich der Ball etwas bei diesem Schuss von Schmidt. Aber Lindenberger wäre da gewesen. Dann Kogler. Guter Pass auf Stöger. Gut gemacht von Stöger. Und Klaus Lindenberger glänzend reagiert. Zweite ganz große Tormöglichkeit für Peter Stöger, der heute der beste Austrianer ist. Lindenberger verletzt, kann aber dann weiterspielen. Aber die Linzer kontern sofort. Heinz Beischl nähert sich jetzt wieder seiner Bestform. Abgefälscht und auch für die Linzer eine Riesenmöglichkeit. Chancen also auf beiden Seiten. Ein gutes Match, viele Möglichkeiten auf diesem tiefen Terrain und der Pausenpfiff von Schiedsrichter Holzmann. 0:0. Dann Kern, auch er steigert sich ganz deutlich. Guter Pass, Gaga. Guter Haken. Und ganz klar. Ja, da hat der Ball die Querlatte noch gestreift. Also auch für die Linzer Riesenmöglichkeiten, ein deutlicher Aufwärtstrend unter Trainer Felix Latzki ist zweifellos festzustellen. Dann Thomas Flögel tritt heute kaum in Erscheinung. Schmidt und Hasenhüttl, seine einzige Möglichkeit. Ja, Ivan Auskas fehlt der Austria ganz, ganz deutlich. Ralf Hasenhüttl war das. Dann achten Sie auf die Szene, Eigner. Noch einmal Eigner und ein böses Foul von Hannes Petter, dem Manndecker der Linzer. Und da gibt es nur eines, rote Karte von Schiedsrichter Holzmann. Ausschluss etwa nach 10 Minuten der zweiten Spielhälfte. Der FC Stahl nimmt mit 10 Spielern Freistoß, der direkte anschließende Freistoß. Noch einmal Stöger und wieder Klaus Lindenberger in Bestform. Dann auch ein Wurf für die Austria. Der Flögel, der jetzt ein bisschen in Schuss kommt. Achtung, guter Schuss von Flögel und das war knapp. Möglichkeiten auf beiden Seiten. Dann sehen wir Felix Latzki, der mit einer Schiedsrichterentscheidung nicht einverstanden ist. Aber Holzmann hat großartig gepfiffen. Dann die Möglichkeit in der Schlussphase für die Linzer. Stumpf scheitert hier an Wohlfahrt. Wohlfahrt ebenso stark wie Lindenberger in diesem Match. Und die allerletzte Chance haben noch die Linzer. Gaga, Seber, Wohlfahrt Probleme und Eigner auf der Linie. Es bleibt im Linzer Stadion in einem sehr guten Match beim 0:0. Ja, was gefehlt haben, das war die Tore. Was gefehlt hat, das waren also die Tore und auf dem Totoschein daher die Torwette 0:0 und Tipp X.